Hey ho, willkommen zurück bei Rising. Nicht wundern, dass es mit einem Endscreen beginnt bei mir. Nein, wir machen nicht direkt weiter. Ich bin immer noch auf der Flucht. Als ich mich vorhin umdrehte, um zu gucken, ob ich den Elch abgehängt habe, stellte ich fest, der ist immer noch hinter mir. Alle, ich schlag bitte einen Haken, ich kann euch nicht hinterherrennen. Ich laufe mal so ein bisschen im Kreis um diesen Busch rum. Tada! Boah, aber die zwei Schläge hätte ich nicht mehr hingekriegt. Dankeschön, so. Der hatte Danke. ein Geweih drinnen. Das können wir dann aufhängen. Ja, jetzt gebe ich Warte, euch schau mein her, Bild da zurück. kannst du reinschauen. So schaut das Geweih aus. Hast du es So, gesehen? jetzt seht ihr was. Ne, Moment. Das können wir dann aufhängen. Versteckst du den Körper? Ich habe dich durch Zufall vorher, wie du so rumbrüllt hast, habe ich dich hier rennen sehen und habe mir gedacht, na gut, dann helfen wir mal. Fuwak, ja, das wäre nur noch ein Schlag gewesen, dann wäre ich hinüber. Ja, so ist es mir vorher beim Nashorn auch gegangen. Also man merkt selbst, mit Schwertern etc. sind solche Tiere nicht unbedingt zu empfehlen. Hast du schon Elefanten ausprobiert? Nein. Allerdings das Lustige ist ja, wir haben uns eigentlich was ganz anderes vorgenommen für die Sendung heute. Ja, Davon haben wir noch nichts gemacht. Aber ich bestück dann wenigstens den Grill vorher noch. Vielleicht so ein ganz Oh. klein bisschen Speck. Die Angreifer haben selten irgendwas drinnen, gell? Ja, bis jetzt habe ich da noch gar nichts gefunden. So, Klappe zu und jetzt lassen wir das Ganze schön. Ja, das Besondere am Smoker ist nämlich, dass dort nicht verbrennt. Wenn man jetzt einen normalen Griller hat und man schmeißt das Zeug dort rein, kann es verbrennen. Ja, das haben wir beim letzten Mal auch gar nicht erwähnt. Das Ding ist halt, man kennt halt hier in Deutschland hauptsächlich das mit dem Grill. Und der Smoker ist halt die amerikanische Variante fürs Barbecue. Das gart halt das Fleisch einfach mehr und röstet es nicht so stark wie jetzt beim Grill. Allerdings auf dem Grill kann ein Fleisch auch gerne mal verbrennen, das kennen wir ja alle. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus, dass jeder mal gegrillt hat. Ach schade, das ist nur brenn Wolfram. Dein Leben, Forrest. Ja, die Giraffe rennt auf jeden Fall verdammt schnell weg. Ja, ich wäre schon auf dem Weg, dir zu helfen, nur ich muss mich ein bisschen hochheilen. Ja, mich hat jetzt das ein oder andere Tier auch ein bisschen Leben gekostet und ich habe leider nur Tomaten mit. Ja, und die oder bringen habe ich recht Massin. Wenig. Ah nein, ich habe Zitronen mit, Moment. Die bringen deutlich mehr. Njam, njam, njam. Oh Mann, das rennt ja ewig weg. Ich entleere mein Inventar nochmal nach Möglichkeit ein bisschen.
Ich habe voll fies, die Giraffe rennt im gleichen Tempo wie ich im Sprint. Oh, hallo Schweinchen. Ja, dann tschüss, Giraffe. Okay, was richtig was auch bringt zur Heilung, ist eine ganze Wassermelone sich reinzupfeifen. Also ich habe jetzt auch 8 Beacons gefunden. Ja, die Wassermelone sowieso. Das ist ja eins der nachhaltigsten. Ja, auch nur weil es so viele Stücke gibt im Endeffekt. Aber die Zitrone ist eigentlich noch wesentlich effektiver. Ja, okay, wenn die jetzt so weit weggelaufen ist, werde ich dich nie im Leben finden. Ja, du, ich bin auch gespannt, wie ich heimfinde. Du hast einen Kompass. Ja, aber ich hätte dazu achten müssen. Ach so, mein Bett ist ja entzeichnet. Richtig. Haha. So, und ich versuche jetzt mal wieder was zum Jagen zu finden. Es ist schade, dass bei den Schweinchen keine Rippchen mehr drin waren. Ja, aber wo kriegt man die dann raus aus Kühen? Ich hatte es eigentlich aus dem Schwein. Was anderes hatte ich im Solo-Play nicht geschlachtet. Oder hatte ich eine Kuh abgeschlachtet? Ja, aber eigentlich sind ja Rippchen vom Schwein. Waren sie auch vorher. Ich glaube, bei der Kuh hatte ich dann auch Ah, das Steak rausgekriegt. habe ich gekriegt von der Kuh. Ja, das passt ja. Niam, niam, niam. Steak, das hättest du jetzt nicht erwähnen dürfen. Warum? Hast du jetzt Hunger? Ja, und ich liebe Steak. Das ist so mit meiner absolute Leibspeise. Also bei mir haben Kühe das Glück, die können da vor mir tot umfallen und ich würde es nicht essen. Ja, ich bin so der typische Neandertaler, was das angeht. Also da bin ich wirklich eindeutig eine Abstammung vom Steinzeitmensch. Fleisch. Okay, Fleisch, ganz die viel bringen leider Fleisch. gar nichts. Ja, Fleisch schon, aber kein Rind. Also ein richtig schön gut gebratenes Steak. Nee, nicht mehr. Was auf den Punkt richtig ist. Das muss ich halt Meine. dabei sagen. Also es muss halt wirklich genau auf den Punkt sein. Dann ist Steak was Göttliches. Ja, meine Großeltern haben es gut gemeint, wie ich klein war, und haben uns jede Woche irgendwie Rindfleisch in diversesten Variationen gegeben. Irgendwann konnte ich es nicht mehr sehen. Ja, kann ich verstehen. Also nee, Und da war seitdem das. kannst du es vorsetzen und es wird wahrscheinlich in einer halben Stunde immer noch dastehen. Ja, gar keine Frage. So geht's mir so ein bisschen mit Kartoffeln. Oh, ich habe Jetzt dann habe ich ein ganz Standbild und fliege, tolles. glaube ich. Oh. Ich habe da ein tolles Loch gefunden. Also, es ist gar keine Frage. Ich liebe Bratkartoffeln und ähnliches, aber diese Liebe hält sich wirklich in Grenzen mittlerweile. Da hat mein alter Herr ja auch ein schönes Ding gerissen. Da hat er, als ich noch ganz klein war, ich selbst konnte mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe mich nur gefragt, wieso ich keine Kartoffelsuppe mag. Und meine Ma hat mir dann irgendwann mal erzählt, ja, als wir ganz klein waren, kam ein alter Herr mal auf den Trichter, er will unbedingt eine neue Stereoanlage haben und hat unser gesamtes Geld rausgehauen dafür. Und dann durften wir einen Monat lang Kartoffeln essen. In jeder Variation, und weil er ja so gerne Kartoffelsuppe mag, durften wir halt sehr viel Kartoffelsuppe essen zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist, wenn man irgendwas zu viel isst, dann verliert man die Lust dran. Aber nach einer Zeit habe ich festgestellt, also na gut, Kartoffelsuppe ist bis heute, kann ich einen Teller von essen, danach ist Feierabend. Der schmeckt mir dann auch, aber sobald da nur ein Löffel mehr zukommt, ist so. Ja, Windows, mach mal das Spiel bitte ein bisschen schneller zu. Bist echt rausgeflogen? Ja, sagen wir es mal so, auf meinem Aufnahmemonitor habe ich jetzt ein Standbild von dem Spiel. Ja, bei mir kam dann vorhin ein Fatal Error, aber das legt sich dann drüber, das solltest sehen. Ja, also auf meinem Hauptmonitor kann ich mir gar nichts anzeigen lassen, da sehe ich nur zwischendurch so ein Ladezeichen. Allerdings in der Mitte des Bildschirms interessanterweise habe ich das nicht. Uhuhu.
Ich habe gerade, so testweise habe ich doch jetzt einen zweiten Monitor, gell? Und ich schaue da gerade hin. Und ja, spurte aber geradeaus. Travelus raten, was plötzlich vor mir war. Ein Loch! Oh ja. Nee, ich muss jetzt mit Steuerung Alt entfernen arbeiten. Der hat mir eigentlich das Fenster gegeben, aber hat das Spiel direkt wieder drüber gelegt. Achso, nee, schade, das ist nur Aluminium. Ich habe halt schon gedacht, ich habe Gold gefunden. Aber es war nur Aluminium. Ja, dann warten wir, bis der Alloy wieder da ist. Da ist er wieder. Ja, Ladebildschirm. Und ja, auch wenn ihr jetzt den Servernamen seht, es bringt euch nichts. Nein. Er ist passwortgeschützt. Ja, und außerdem haben wir ganz wenig Slots. Das kommt noch dazu, es sind nur 4 Slots. Wir sind ja nur wir beiden unterwegs, da haben wir uns gedacht, da brauchen wir jetzt nicht das Jumbo-Paket nehmen. Juhu, kaum wieder drin sehe ich ein Schweinchen und eine Kuh. Naja, damit ist das Abendessen gesichert. Ja, und der Bacon brutzelt eh schon vor sich hin. Ich finde gerade irgendwie nur Schafe. Das hat wieder nur Speck gegeben. Also irgendwas haben sie hier falsch gemacht beim Programmieren. Also bei den Bugfixes. Drei Schweine und keins hat Rippchen. Ja, wahrscheinlich hast du so fest draufgehauen, dass einfach nichts mehr über ist davon. Dann wird's Rippchenpüree geben. Boah, die Kühe schlagen ganz schön Haken. Ja, versuche mal Giraffe umzulenken. Die ist ja sogar schneller. Sehe ich auch nichts mehr Jagdbares. Okay. Auf dem Smoker kannst doch auch verbrennen. Ist der Speck jetzt komplett verbrannt? Jawohl. Ja, dann hat man da nur mehr Zeit. Okay, also auf Also, dem Smoker Glückwunsch, dann. Alai, du hast jetzt 11 verbrannte Beacons. Ja, hat der Mülleimer. Ja, wir haben noch keine Mülleimer. Oh. Wie legt man das Fleisch drauf? Manuell musst du ins Slot ziehen und dann. Und dann? Ah, da kriegt man die Anzeige irgendwo. Ja, ich habe nicht gerade ins Gessen. Ein rohes Steak. Röppchen. Ich hab Röppchen gefangen. Wo ist die gefunden? Im Schwein. Aber erst das vierte. Also beim Fleisch auflegen musst du echt aufpassen, wenn du zu lang die rechte Maustaste drückst, dann gibt er das Fleisch schon wieder in Richtung deines Mundes. Dann hätten wir uns ja doch einen Griller bauen können. Ja, den können wir ja noch daneben stellen. Wo sind meine Beacons da?
Okay, also entweder kann er es nicht gemischt auf den Griller legen, weil jetzt zeigt er mir nicht für den Speck keine Position an, wo es geht. Doch, das geht. Allerdings sind die Rippchen zumindest zum Beispiel sehr, sehr groß. Ah, da, ja, ich habe eine Stelle gefunden. Ah, da noch eine. Oh, ganz viele Kühe. Das wird eine reine Jagdfolge, sehe ich jetzt eh Ja, schon. das heißt, beim Fleischbraten muss man dabei bleiben. Was bringt es eigentlich, einen Smoker zuzumachen oder offen zu lassen? Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich habe mir mal zugemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Schläge von rechts nach links mehr Schaden machen. Ja. Erkennt man irgendwo ran, wann das fertig ist? Nein, immer wieder reingucken. Okay, also bei mir Hier macht er den drauf. Smoker gar nicht zu. Bären sind ja genauso schnell. Was? Der backt sich übers Loch. Ja, Bären sind gescheit. Aber du musst ein paar Mal im Kreis rennen um das Loch, damit das klappt. Ich merke das gerade schon, aber viele Schläge kann ich nicht mehr ab. Naja, sonst zeigt euch alle auch, wie man seinen Loot wiederfindet. Ich finde diese Stelle im Leben nicht wieder. Okay, jetzt zeigt mir der Ofen auch keine Stellen mehr an, wo ich es reinlegen kann. Müssen wir nach der Folge wieder einmal ausloggen. Nein, Alay zeigt euch, wie man einen Bären tötet. Oh Mann. Weißt, gerade haarscharf wahrscheinlich hat es überlebt. Heilfroh, dass er noch Nein. so ein bisschen am Leben ist. Behauptet er Nein, jetzt, er ich bin zeigt euch. komplett heile. Aber auch nur, weil ich zwischendurch Zitronen gefuttert habe. Man kann nicht Wein wegrennen essen. Ah, was steht da jetzt? Steak roh. Okay, das war's doch noch nicht fertig. Ah nee, Steak gegrillt. Hehehehe. Also ich habe meine ersten Sachen gekocht, alle, und nicht verbrannt. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so. Naja, dafür komme ich mit reichlich Nachschub. Den er dann wieder verbrennen lässt. Nein, ich bleib diesmal bei stehen. Also der halbe Smoker ist noch leer. Na gut, ein Drittel. Oh, Moment, ich kann ja mit dem Geweih noch was bauen. Genau, mit dem Elfgeweih. Wahrscheinlich Trophäe für die. Ja, irgend sowas. Ich weiß gerade nicht, wo es war, aber ich weiß, dass ich es einmal gesehen habe. Bei verschiedenen ist es nicht, aber wir wollten einen Mülleimer herstellen, gell? Mülleimer oder Mülltonne?
Ja, für Innenhaus bräuchten wir einen Mülleimer, für draußen bräuchten wir eine Mülltonne. Also erstmal die Mülltonne. Na gut, dann nehmen wir halt 8 Eisenplatten. Das wird ein Mülleimer. Wir haben einen sehr robusten Mülleimer. Also Ziegenböcke bringen auch nichts. Okay. Bären genauso wenig, den kann man auch das Fell nicht abziehen. Aber das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Pfeil und Bogen zum Jagen wären noch super. Aber dass sie die Angreifertiere so schnell gemacht haben, ist teilweise echt hart. Also ich lösche dann mal deinen Beacon, ja? Oder soll ich dir den verbrannten wiedergeben? Nee, danke. Ich lösche den ruhig. Okay. Also mein Magen schreit nicht unbedingt so nach Kohle. Da ist leider noch nichts fertig. Dann suchen wir jetzt weiter dieses Geweih. Ich weiß, ich Ja habe es klar, irgendwo ich hab's gesehen. heute aber auch. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ein Jaguar gefunden. Ach, davon habe ich schon ein paar erledigt. Ja, so langsam gehen mir auch die Zitronen aus. Okay, guck mal nur zurück. Es ist ganz praktisch, wenn man in einen Zitronenbaum reinläuft. Stimmt, ja. So, ich weiß, irgendwo habe ich es gesehen, aber glaubst du, ich finde es noch einmal? Das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist das übliche Spielchen. Ich suche gerade. Nur das findet man nicht. So, in dieser hier ist es definitiv nicht in dieser Werkbank. Dann gehen wir zur nächsten. Ich hab's Leben zurückgeschafft. Oh Mann, mehr Glück als Verstand daher. Ja, und ich rette dann mal das gegrillte Steak, ne? Mach das, aber ich werde gleich rauskommen. Oh, da! Aha, da gibt es unterschiedliche. Entweder das Geweih, und wenn man Elch Kopf will, braucht man zweimal das Geweih. Holz brauche ich dazu. Unter Dekorationen ist natürlich drinnen. Minimal logisch. Naja, was haltest du von einem Geweih unter der Treppe? Oder gibt es einen anderen Ort, wo du es gern hättest? Nö, es muss nicht unbedingt der auffälligste Platz sein, finde ich. Deswegen ist unter der Treppe schon sehr gut gedacht. Ja, ich bin ja auch kein Jäger. Tada! Bitteschön, du kannst reinschauen. So, und ich habe den Grill so ein bisschen bestückt und kann das Ganze. Na gut, Rippchen nicht, aber mit Steaks kann ich den auch ein paar Mal vollpacken. Jo. Jetzt werde ich mal schauen, was so ein Beacon bringt. Und ich bin jetzt leider in allen Punkten gerade voll. Ja, ich hab noch Durst, da bringt man aber am besten die, ja, Tomate. Ja, da bringt der Bacon gar nichts, glaube ich. Also das Fleisch stillt, glaube ich, so gut wie nur Hunger. Oh, so schauen die Rippchen aus, nett.
Sind ganz klein. Ist nur eine Kinderportion. Ich find's lustig, du hast das jetzt einmal aufgemacht und geschlossen. Jetzt kann ich den Smoker auch wieder bedienen. Okay, war dabei die verbuggt? Ja, konnte gar nichts mehr. Ja, ich leg das Fleisch in unseren Pseudo-Eiskasten, also ins runde Fass, gell? Ja. In die Pökeltonne. Ich glaube, Eiskästen gibt's echt keinen. Nee, Kühlschränke habe ich bis jetzt auch noch nie in so. Da haben wir übrigens noch 13 rohen Bacon drinnen. Den kannst du auch noch auf den Griller schmeißen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich gerade eher am Verarbeiten bin, dann jagen wir jetzt alles einmal durch. Ja, und den kann ich auch nicht mehr bedienen, aber gut. Egal. Ja, der ist bei mir ja auch... obwohl, ja, jetzt kann ich ihn wieder bedienen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr bedienen. Ja, so ein paar kleine Bugs hat das Spiel schon noch. Ja, aber sind jetzt alles nicht so wirklich extreme Dinger bis jetzt gewesen, finde ich. Und vor allem hat man mit denen im Singleplayer wahrscheinlich gar kein Problem. Ich nehme an, das sind reine Probleme vom Multiplayer. Ja, denke ich auch, weil das auf zwei Systeme abstimmen muss. Ja. Hast du unsere Mülleimer schon gesehen? Nee, hatte ich jetzt gar nicht zugekommen. Haben gut versteckt, strategisch, ja, sehr gut. Ja, da hinten bräuchte man vielleicht auch noch eine Lampe, gell? Tatsache, er kann den Ofen beschicken. Na gut. Naja, so ist das halt. Ja, ich war ja draußen. Unfreiwilligerweise. Mhm. Ich weiß. Ja, ich auch. Aber seitdem geht bei mir weniger irgendwie. Und wir haben immer noch kein Gold. Ja, den Mülleimer, nicht die Tonne. Eimer. Muss ich ja drinnen suchen. Genau, du bist eh schon vorbeigerannt. Ja. Dann gibt's den Schwarz und den Silber. Ja, so ein typischer Papierkorb. Mhm. So, dann stellen wir für alle jetzt noch das daher. Ja, aber da hatten wir doch richtig Action diesmal. Ernte ich noch einmal hier alle Bäume ab. So, und da hätten wir was für dich. Das war doch U, oder? Eigentlich ja. Also K funktioniert. U tut sich nichts bei mir. Ach nee. O. Ist die O? O? Ja. Oh, keine digitale. Das finde ich schon mal sehr gut. Ja. So eine richtig typische Taschenuhr. Genau. Aha, und das Inventar wird immer an der gleichen Stelle anzeigt. Siehst schön, wenn du wechselst zwischen Kompass und Uhr. Achso, der Grillmeister ist eh da. Oh Mann, macht der einen Wirbel. Ja, ich kann nur den Becken nicht unternehmen. Hab ich. Super. Ja, die Spare Ribs brauchen im Moment länger. Ja, das, was ihr im Handel gesehen habt, das gibt's ja erst seit dem Update. Das war erst am Freitag, habe ich ja mal gesagt. Yep.
Das ist ganz neu, funktioniert aber wunderbar. Also ist schon praktischer, als irgendwie dem anderen alles fallen zu lassen. Ja, vor allem, weil es ja immer die Frage ist, ob es dann wirklich aufhebbar ist und sowas. Ein Nudelholz wollte ich mir doch noch herstellen, oder? Ja. Gott. Ich hab da so in Erinnerung, da war was. Nee, du wolltest mehr drin, ich brauche eine. Naja, Also jetzt mal im ich. Ernst, Alter, schau hier mal. Wozu brauche ich ein Nudelholz? Ich hab's nur fortgeführt. Der Spruch kam ja von Koya zwischendurch. Ja, das ist ein ganz großes Nudelholz. Mit scharfen Kanten. Aha. Also die Sperry So, brauchen wir so echt wird man nicht. hier gemobbt, wenn man mit Kerlen spielt. Da fallen mir jetzt gerade nichts mein. Ne, ich habe gerade Spare Ribs vom Grill geholt, um zu gucken, ob sie wirklich noch auf roh stehen. Ich glaube, die hatten wir da vorne, genau. So, aber wenn ich auf die Uhr gucke, ist Ja. es schon wieder soweit. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich habe sie dir hergestellt. Die Danne will schon wieder was bauen. Und jetzt geht dir ein Ah, Licht auf. Licht. Ein Lichtschalter fehlt noch, um die alle anzuschalten. Naja, die brennen ja alle permanent. Das ist ein bisschen doof. Beziehungsweise es wirkt jetzt gerade so, als wenn sie tatsächlich erst nachts angehen. Oder man sieht es tagsüber jetzt gar nicht mehr. Also bisher war es so, dass die tagsüber auch brennt haben. Ja, aber guck mal hin, also für mich hier sieht es so aus, als wenn die aus sind zurzeit. Ja, du siehst das auch nur schwer, ob die rennen oder nicht. Irgendwie. Im Moment schon ist dunkel aus. Gut, wir bedanken uns fürs Reinschalten. Schaltet wieder rein, wenn es wieder heißt, Alay und Danu spielen. Ja, irgendein Blödsinn fällt uns auf jeden Fall ein. Tschüss! Und tschüss.